Islam. Hayyakum Allah jami'a. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Einzelnen von euch belohnen, der hier zu dieser Sitzung gekommen ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Brüder belohnen, an erster Stelle den Bruder Hamza und seine Familie und die Brüder, die hier Verantwortung tragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür belohnen, dass sie uns diese Möglichkeit gegeben haben. Amin. Das Thema, worüber ich sprechen wollte, ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Dieses Thema beeinflusst unser Leben. Und dieses Thema ist der Grund unseres Lebens. Und das ist das Thema, das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, jemand gibt dir eine Wohnung, ein Haus. Er schenkt dir dieses Haus. Und er gibt dir zu diesem Haus für jeden Tag Nahrung. Und dazu gibt er dir über Jahre für jeden Monat Lohn, ohne was dafür zu tun. Und er gibt dir vieles, alles was du benötigst, alles was du erfragst, gibt dir dieser Mensch. Irgendwann mal verlässt du aber dieses Haus und verlässt diesen Besitz. Hat dieser Mensch es nicht verdient, dass du ihm dankst? Die Antwort ist, ja, natürlich. Die Antwort ist, er hat das Recht, dass du ihm dankst. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist entweder ihm nicht zu danken und ihn zu vergessen, oder noch schlimmer, indem du jemanden anderen dankst, außer diesem Menschen, der dir dieses geleistet hat. Jetzt nehmen wir Allah subhanahu wa ta'ala als Beispiel. Wir nehmen das für Allah als Beispiel und Allah gebührt das beste Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir alles gegeben. Er hat dir Gesundheit gegeben, ohne dass du dafür bittest. Er hat dir Verstand gegeben, ohne dass du dafür fragst. Und er gibt dir und gibt dir und gibt dir, ohne dass du ihm etwas gibst. Und er hat dir etwas gegeben, was dir kein anderer geben kann. Und das ist das Leben. Haya. Also hier nochmal die Frage. Hat er, subhanahu wa ta'ala, es nicht verdient, dass wir ihm danken? Und die Frage nochmal. Ist es nicht sein Recht, dass wir ihm danken? Und die Antwort ist ja. Und das ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, worüber ich reden möchte. Haqqullah subhanahu wa ta'ala ala al-ibad. Das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber den Dienern ist, dass sie ihm danken. Und wie danken sie ihm? Sie danken ihm, indem sie ihn alleine anbeten. Ibadatullahi wahda. Ja? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel im Koran, das ist der erste Befehl, der im Koran vorkommt. Wenn wir den Koran nehmen, den Mushaf von Al-Baqarah oder Surat Al-Fatiha bis Surat Al-Nas, so sehen wir, dass der erste Befehl, der kommt, in Surat Al-Baqarah ist, in den ersten Seiten. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakum. O ihr Menschen, dient eurem Herrn allein. Warum sollen wir dir dienen, ja Allah? Warum sollen wir dir gehorchen, ja Allah? Allah subhanahu wa ta'ala antwortet auf diese Frage. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Warum sollen wir dir dienen, ja Allah? Weil ich euch das Leben gegeben habe. Ich habe euch erschaffen. Alladhi khalaqakum. Er hat euch erschaffen. Und er hat eure Versorgung erschaffen. Und er hat eure Taten erschaffen. Und er hat eure Eltern erschaffen. Und er hat eure Kinder erschaffen, eure Gesundheit erschaffen, euer Vermögen erschaffen. Die Liebe, die ihr trägt, den Genuss, den ihr genießt. Das Essen, was ihr isst, das Trinken, was ihr zu trinken habt. All das hat er erschaffen. Euch auch. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Und er hat die Leute vor euch erschaffen. Eure Eltern hat er erschaffen. Eure Großeltern, eure Urväter, den Menschen Adam a.s.
hat Allah erschaffen. Warum? La'allakum tattaqun. Auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Auf dass ihr dankbar sein werdet. Auf dass ihr rechtgeleitet sein werdet. Und das ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er es verdient hat, angebetet zu werden. Deswegen hier das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von Mu'adh ibn Jabal überliefert. Dort erwähnt Mu'adh ibn Jabal, er sagt, ich war einmal beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er packte mich an meiner Schulter und sagte, ja Mu'adh, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ Er sagte, weißt du, was das Recht von Allah gegenüber den Dienern ist? Und weißt du aber auch, was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Schaut mal, wie barmherzig Allah ist. Allah sagt uns und zeigt uns, dass er ein Recht hat, was wir erfüllen müssen. Aber dafür gibt er uns auch ein Recht. Und er ist Rabbul Alamin, der Herr der Welten. Er muss uns kein Recht geben. Subhanahu wa ta'ala. Er muss uns nichts geben. Er kann mit uns machen, was er will. Er kann uns vernichten, er kann uns bestrafen und er wäre nicht ungerecht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bestrafen würde, wäre er niemals ungerecht. Warum? Weil wir sind Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sind Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, zu seiner Barmherzigkeit gehört, zu seiner Gunst, Fadlullah, gehört, dass er uns ein Recht gibt, dass er uns Rechte gibt, die er erfüllen muss, subhanahu wa ta'ala, uns gegenüber. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fragte ihn. Und Mu'adh ibn Jabal ist einer der großen und gewaltigen Sahaba. Er ist einer der Gelehrten unter den Sahaba. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte über Mu'adh ibn Jabal, er sagte, أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Er sagt, derjenige, der am meisten Wissen hat über das Halal und Haram, über den Fiqh des Islam, über die Scharia des Islam, ist Mu'adh ibn Jabal. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt auch über ihn, dass er am jüngsten Tag die Fahne der Gelehrten tragen wird. Radiallahu anhu wa arda. Er gehört zu den Fuqaha al-Sahaba, zu den Fuqaha der Sahaba. Er sagte zu ihm, er fragte ihn, weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist? Und weißt du, was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Er sagte, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen am besten. Das heißt, schaut mal, so viel Wissen hatte er, aber trotzdem, wenn er nicht gewusst hat, hat er nicht gesprochen. Nicht wie wir. Wir denken uns, ich muss jetzt was sagen. Wenn ich jetzt nichts sage, dann kommt der Anschein, dass ich kein Wissen habe, dass ich keine Ahnung habe. A'udhu billah. Hier, Mu'adh ibn Jabal, der ein Berg des Wissens ist, und er war sich nicht zu schade zu sagen, ich weiß es nicht. Und wenn wir sehen heute, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, das gehört zum Thema, ein Chaos, eine Anarchie dort in den sozialen Netzwerken, was das Thema Wissen angeht. Jeder antwortet. Du brauchst nur eine Frage zu stellen in irgendeiner Gruppe, Islamgruppe, ja, heiraten im Islam oder Ehe im Islam oder Muslime in der Schweiz oder Muslime in Deutschland oder wie sie alle heißen. Ja, da braucht nur einer eine Frage zu stellen und 500 Leute antworten darauf. Ja, und 99% von diesen Leuten sind gar nicht berechtigt, eine islamische Frage zu beantworten. Warum? Weil sie sich nicht zu schade sind, zu sagen, Allahu a'lam, ich weiß es nicht. Dann erklärte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Jabal, was dies bedeutet. Er sagte zu ihm, Haqqullahi ala al-ibad, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Er sagt, das Recht von Allah gegenüber den Dienern ist, dass sie ihn alleine anbeten und ihm nichts beigesellen. Wa haqqu al-ibadi ala Allah, und das Recht der Diener Allahs ist, dass er keinen bestraft, der ihm nichts beigesellt. Das heißt, dass er ihm das Paradies gibt. Aber, nochmal zurück. Was bedeutet Dienerschaft? Ibadah. Der Prophet hat die Ibadah hier erwähnt. Die Anbetung. Die Dienerschaft.
Aber was bedeutet sie genau? Ist sie beschränkt auf das Beten in der Moschee? Ist die Anbetung beschränkt auf das Fasten im Monat Ramadan? Ist die Anbetung beschränkt auf die Hajj nach Mekka? Oder ist sie viel mehr? Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, es ist wichtig, dass wir die Begriffe im Islam, ja, diese Mustalahat, Scharia, die Begriffe der Scharia und die Begriffe des Islam, dass wir sie analysieren. Heute oft ist es so, dass wir Wörter benutzen, ohne die Bedeutung davon zu kennen. Ohne über die Bedeutung nachzudenken. Zum Beispiel das Wort Ibadah. Was bedeutet Ibadah? Al-Ibadah besteht aus zwei Dingen. Dieses Wort besteht aus zwei Dingen. Einmal aus dem Wort Al-Dhul. Man sagt Tariqun Mu'abbad. Ein Weg, der Mu'abbad ist. Was heißt Mu'abbad? Das heißt, ein Weg, der flach ist, erniedrigt ist. Das heißt, der Stamm, also also das Wort Ibadah, beinhaltet das Wort Al-Dhul, die Erniedrigung und die Kleinmachung. Und dass man sich als ein Diener gegenüber Allah fühlt. Das zum einen. Und dann besitzt es oder beinhaltet es das Wort Al-Mahabba. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah, er sagte, Al-Dhul wal-Mahabba huwa al-Ibadah. Er sagt, die Erniedrigung und die Liebe, das bedeutet Ibadah, Anbetung. Das heißt, dass man Allah über alles liebt. Und dass man ein Diener ist für Allah, verbunden mit Liebe. Das bedeutet Ibadah. Und diese Ibadah fängt im Herzen an. Vor den Taten oder der Zunge fängt diese Ibadah im Herzen an. Womit fängt diese Ibadah im Herzen an? Mit dem Iman an Allah. Mit der Aqidah, mit der Glaubensbasis. Mit der Hoffnung auf das Paradies, Raja. Die Liebe zu Allah und seinem Gesandten und seiner Religion. Die Angst vor Allah und seiner Strafe, Subhana. Das ist die Anbetung des Herzens, die Niyyah, die Absicht, die wir brauchen immer wieder bei den Anbetungen. Beim Fasten, bei der Hajj, beim Gebet. Diese Niyyah, ja, diese Absicht ist eine Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Niyyah auch reinigen. Und dass wir sie formen. Und dass wir sie behalten. Dass wir sie stärken. Und dann geht sie weiter, diese Anbetung. Durch die Zunge, indem man Allah erwähnt, indem man über Allah spricht. Und dann geht die Anbetung auch nochmal weiter durch die Taten. Und die Ibadah, diese Anbetung, ist alles, was Allah liebt und ihm gefällt. Dann erst ist eine Sache Ibadah für Allah. Die Sache muss Allah gefallen und Allah muss sie lieben. Das heißt, die Bid'ah, die Erneuerung gehört nicht zur wahren Ibadah für Allah. Weil Allah liebt die Bid'ah nicht. Er verabscheut sie. Er missachtet sie und hat sie verboten. Ja? Die Geschwister, die Schwestern, bitte schaut, dass die Kinder nicht, wenn die singen wollen oder spielen wollen, dann sollen die Kinder in einen anderen Raum. Oder nach draußen oder so. Weil es gibt Schwestern, die kommen hier extra zu diesem Vortrag, damit sie profitieren können. Und bei diesem Lernen kann keiner profitieren und das stört auch hier die Männer. Barakallahu fikun. Zurück zum Thema. Das heißt, die Ibadah, die Anbetung, ist alles, was Allah liebt und ihm gefällt. Sei es äußerlich, sowie auch innerlich. Innerlich haben wir erwähnt, die Anbetung des Herzens. Und äußerlich die Anbetung, die wir so kennen. Das Gebet, die Hajj und so weiter. Und wenn man das tut, wenn man nur Allah alleine anbetet, dann hat man die Chance auf das Paradies. Dann bekommt man das Paradies. Und das ist das Ziel, was man immer wieder vor Augen haben muss. Wenn du betest, was Anbetung ist. Wenn du das Verbotene, das Haram unterlässt, was auch eine Anbetung ist. Weil die Anbetung, der Islam, ist zusammengefasst auf zwei Dinge. Tue
tue nicht. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Und betet Allah alleine an und meidet den Götzendienst. Das ist Al-Islam. اِفْعَلْ لَا تَفْعَلْ. Tue, tue nicht. Bete Allah alleine an, unterlasse den Götzendienst, unterlasse die Sünden. Und damit verdienst du das Paradies. Und du musst dir immer wieder das Paradies vor Augen halten, damit du motiviert bleibst. Weil wenn du nicht das Paradies vor Augen hältst, wirst du irgendwann mal schwach. Und irgendwann mal wirst du die Motivation verlieren. Deswegen die Sahaba radiallahu anhu, warum waren sie so stark gewesen? Wir wundern uns, wenn wir die Geschichten der Sahaba lesen. Und die Geschichten der Salaf, der Tabi'un und der Atba' Tabi'in. Die Schüler der Sahaba und die Nachkommen von den Sahaba. Wenn wir ihre Geschichten lesen, sind wir verblüfft. Und wir wundern uns und wir können das gar nicht begreifen. Warum waren sie so? Die Antwort ist, sie hatten Gewissheit darüber, dass das Paradies wahr ist. Und dass das Paradies sie erwartet, wenn sie Allah alleine anbeten. Und deswegen sollten wir uns um diese Gewissheit kümmern, um diesen Yaqin, dass er stark bleibt, dass er stark ist, damit wir bei der Anbetung bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala, und das verdeutlicht nochmal dieses Thema, sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn aus keinem einzigen Grund erschaffen, außer dass sie mir dienen. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Ich möchte keine Versorgung von ihnen. Ich möchte kein Geld von ihnen. وَمَا أُرِيدَ أَن يُطْعِمُونَ. Und ich will keine Nahrung von ihnen. Im Gegenteil, ich gebe ihnen Nahrung. Ich gebe ihnen Rizq. Die Anbetung ist das Erste, worum du dich kümmern musst. Was Rizq angeht, die Versorgung, das Essen, das Trinken, darum kümmerst du dich, ja, also du nimmst die Mittel zum Zweck. Aber das ist nicht der Sinn deiner Existenz. Deswegen, heute gibt es Leute, die sich um die Versorgung kümmern und dabei die Anbetung unterlassen. Wobei die Versorgung für sie erschaffen worden ist. Und sie selber für die Anbetung erschaffen worden sind. Schau mal. Du und ich, wir. Wir sind für die Anbetung erschaffen. Für die Ibadah. Für Allah. Und die Versorgung, das Essen, das Trinken ist für uns erschaffen. Wie können wir das, wofür uns Allah erschaffen hat, vernachlässigen für das, was Allah sowieso für uns erschaffen hat? Allah sagt, hier, isst und trinkt. Kulu wa shrabu. Isst und trinkt. Ich habe euch hier Versorgung gegeben. Aber vernachlässigt nicht die Anbetung. Betet Allah alleine an. Stellt nicht die Versorgung über die Anbetung. Weil dafür wurdest du nicht erschaffen. Und die Versorgung, Allah gibt sie dem, dem er liebt und dem, dem er nicht liebt. Die Versorgung. Al-Akl wa Shurb. Das Essen, das Trinken. Al-Banun, die Kinder. Al-Mal, Al-Banun. Das Vermögen, die Kinder, er gibt sie dem Mu'min, den Gläubigen, und dem Kafir, dem Ungläubigen. Aber die Religion, Ad-Din, gibt er nur demjenigen, dem er liebt. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen, er gibt sie allen, denen, den er liebt, subhanahu wa ta'ala, und denen, den er nicht liebt. Wie kannst du dann hingehen und dich um diese Sache so sehr kümmern und dabei die Anbetung unterlassen? Mit anderen Worten, wie kannst du wegen deiner Arbeit das Kopftuch unterlassen? Den Hijab ausziehen. Wie geht das? Wie kannst du wegen der Arbeit und wegen der Schule das Gebet unterlassen? Wie geht das? Hat dich Allah für die Schule erschaffen? Hat dich Allah für das Studium erschaffen? Morgen bist du blind. Was ist dann? Morgen schmeißt dich dein Chef raus. Was ist dann? Morgen macht deine Firma pleite, was ist dann? Was bleibt dann? Das Einzige, was bleibt, ist das Gebet, die Ibadah. Deswegen, wie kannst du Geld, eine Arbeit, ein Studium über die Anbetung stellen? Wie geht das? Wobei Allah subhanahu wa ta'ala dich für die Anbetung erschaffen hat. All diese Dinge, Arbeit, Studium, die Nahrung,
sind gut. Aber sie sind nicht Mittel zum Zweck. Und sie sind dafür da, damit du sie als Hilfe nimmst, um Allah anzubeten. Um Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich habe die Menschen und die Dschinn aus keinem anderen Grund erschaffen, außer dass sie mir dienen. Und mit der Dienerschaft dankst du Allah. Du musst Allah danken, weil er hat dir alles gegeben. Du musst ihm danken. Er hat das Recht auf Dank, auf Dankbarkeit von dir und von mir. Er hat das Anrecht, das ist sein Recht. Und die Versorgung macht dir darum keine Sorgen. Allah gibt sie dir. Dafür musst du dich nur etwas bewegen. Ja? Das heißt nicht, dass du in der Moschee sitzt und dann darauf wartest, dass die Versorgung vom Himmel kommt. Nein, du musst dich bewegen. Du musst studieren, du musst arbeiten. Du musst Handel treiben. Du musst dich bewegen. So waren die Propheten. Sie haben sich bewegt. Ja? Sie haben sich bewegt und sie haben gearbeitet. Aber sie haben sich nicht auf diese Arbeit alleine verlassen, sondern sie haben sich auf Allah verlassen. Deswegen ist eine der Anbetungen des Herzens das völlige Vertrauen auf Allah. At-Tawakkul ala Allah. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli." Sagt, wenn ihr auf Allah vertrauen würdet, auf richtige Art und Weise, la at'amakum kama yut'imu at-tayr aw la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Er würde euch versorgen, so wie er den Vogel versorgt. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Er sagt, der Vogel, wie wird er versorgt? Morgens geht er mit leeren Magen raus. Das heißt, er bewegt sich, er bleibt nicht zu Hause. Er bewegt sich. Er sucht nach seiner Versorgung. Er geht mit mit leeren Magen raus. Er ist nicht wie du und ich. Wir müssen erstmal das Auto anmachen und schauen und Online-Banking erstmal abchecken, ist überhaupt noch Geld da oder nicht. Hier eine Strafe bezahlen und hier eine Strafe bezahlen und hier ein Knöllchen bezahlen und dort. Ja, und arbeiten gehen und Geld verdienen und gucken und schauen, kann ich mir das überhaupt leisten oder nicht? Muss ich mir Geld leihen oder nicht? Nein, all das braucht er nicht. Er fliegt morgens raus mit leerem Magen, mit völligem Vertrauen auf Allah. Er weiß 100%, ein Vogel, den wir missachten und klein sehen und gar nicht sehen, gar nicht beachten. Ein Vogel. Er fliegt und hat völliges Vertrauen. Er weiß 100%, Allah wird mir Versorgung geben. Er weiß das 100%. Und dann kommt er zurück nach Hause mit vollem Magen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr auf Allah vertrauen würdet, richtig vertrauen würdet, er würde euch versorgen, so wie er den Vogel versorgt. Der Vogel bewegt sich einfach nur ein bisschen und Allah gibt ihm. Deswegen bei uns auch. Warum ist unser Handel schwach? Warum uns die Brüder, die hier Unternehmen haben und selbstständig sind, warum gibt es Probleme beim Wachstum? Warum die Leute, die arbeiten, warum fehlt manchmal das Geld? Warum hier? Ich sag euch, die Antwort ist, weil wir nicht völlig auf Allah vertrauen. Wenn wir völlig auf Allah vertrauen, wir würden uns nur etwas bewegen und Allah gibt uns, ohne dabei von uns etwas zu nehmen. Und deswegen, das Vertrauen auf Allah alleine ist auch eines der Anbetungen des Herzens. Es ist eine Anbetung, eine Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil die Ibadah, wie ich gesagt habe, hat mit Erniedrigung zu tun und mit Liebe zu Allah zu tun. Dieser Mensch, der auf Allah vertraut, vertraut nur erst dann auf Allah, wenn er weiß, dass er ein armer, schwacher Diener ist. Und dass Allah alles besitzt und er nichts besitzt. Erst dann kann er auf Allah vertrauen, vorher nicht. Wenn er denkt, ach, ich kann das selber machen und ich leiste selber und ich kann selber arbeiten und ich kann hier und da, dann wird er nicht auf Allah vertrauen, so wie der Kafir. Der Kafir vertraut nicht auf Allah. Wenn du mit ihm sprichst, er sagt, das ist mein Gott. Mein Gott ist mein Portemonnaie. Mein Gott ist mein Konto. Mein Gott ist meine Firma. Ihr hört das. Ihr hört das oft. Mein Gott ist meine Firma. Mein Gott ist mein Unternehmen. Mein Gott ist mein Fußball. Mein Gott sind meine Kinder und so weiter. Warum? Weil er nicht verstanden hat, dass er ein armer, kleiner
schwacher Diener ist. Und deswegen, wir sind alle Diener Allahs, ob wir wollen oder nicht. Selbst der Kafir, der Allah leugnet, ist ein Diener. Ja? Nur gibt es Diener, die freiwillige Diener sind, und es gibt Diener, die unfreiwillige Diener sind. Der freiwillige Diener ist wer? Ist der Muslim, der Mu'min, der Gläubige. Er ist ein freiwilliger Diener. Er hat verstanden, dass er schwach ist. Er hat verstanden, dass er klein ist. Er hat verstanden, dass er arm gegenüber Allah ist. Und so hat er sich Allah ergeben, Islam. Der Kafir aber, ihn hält der Hochmut, Al-Kibr. Ja? Es hält ihn zurück, sich Allah zu ergeben. Es hält ihn zurück und blendet ihn. Und er denkt, er wäre etwas. Er denkt, er wäre groß, mächtig. Aber im Endeffekt ist er ein ganz kleiner, schwacher Diener. Und diese Botschaft der Dienerschaft, diese Botschaft der Ibadah, jeder Prophet kam zu seinem Volk, um ihm dies beizubringen. Jeder Prophet, jeder Gesandte wurde von Allah geschickt, um den Leuten beizubringen, Leute, oh ihr Menschen, Allah hat euch alles gegeben. So dankt ihm, seid dankbare Menschen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Und wir haben keinen Gesandten vor dir geschickt, O Muhammad, außer mit einer Botschaft. Und diese Botschaft ist, dient mir alleine. Dient mir alleine. Wisset, dass es keinen gibt, der mit Anrecht angebetet wird. Wisset, dass keiner den Dank verdient hat, außer ich, Allah subhanahu wa ta'ala. So betet zu mir. Betet mich an alleine. Und das ist der Sinn des Lebens auch. Wenn wir über den Sinn des Lebens diskutieren. Das ist der Sinn des Lebens. Und Allah subhanahu wa ta'ala, meine Geschwister im Islam, hat uns auf einer bestimmten Art und Weise erschaffen. Er hat uns so erschaffen, dass, wenn wir hungrig sind, essen möchten. Und wenn wir durstig sind, trinken möchten. So hat er unseren Körper erschaffen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aus Körper und Geist erschaffen. So wie der Körper hungert und durstet, so hungert und durstet die Seele. Und was ist die Nahrung der Seele? Die Nahrung der Seele ist die Ibadah, die Anbetung zu Allah, das Gebet, der Dhikr, das Halten am Koran fest, dass du fest am Koran festhältst, dass du an der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festhältst. Der Dank zu Allah, das Vertrauen auf Allah, die Liebe zu Allah. Diese Ibadah, diese Anbetung ist die Nahrung deiner Seele. Und so wie es beim Körper ist, so wie es beim Körper der Fall ist, dass wenn du keine Nahrung zu dir nimmst und kein Wasser zu dir nimmst, dein Körper schwach wird und vielleicht krank wird und vielleicht stirbt, genauso die Seele. Wenn du der Seele keine Nahrung gibst in Form von Anbetung und Erwähnung Allahs, wird deine Seele hungrig und durstig. Und irgendwann mal wird diese Seele krank und irgendwann mal wird diese Seele sterben, obwohl du lebendig bist vom Körper. Deswegen die Leute, die weit weg von Allah sind, die Leute, die nicht an Allah glauben, sie sind tote Menschen in lebendigen Körpern. Sie haben tote Seelen in lebendigen Körpern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, und das bestärkt nochmal diese Theorie, diese These, er sagte: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Das Gleichnis von demjenigen, der Allah erwähnt, seinen Herrn Allah erwähnt, und von demjenigen, der seinen Herrn nicht erwähnt. Das Gleichnis vom Mu'min, Gläubigen, und vom Kafir. Das Gleichnis vom Sunni, der Sunna folgt, und dem Mubtadi', dem Erneuerer. Das Gleichnis von dem Abid, dem Diener Allahs, und dem Diener des Shaitan. Das Gleichnis von dem Diener
Allahs und dem Diener seiner eigenen Lust ist wie das Gleichnis vom Lebendigen und Toten. Lebendig und tot, wie sollen wir das verstehen? Allah, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, spricht hier von zwei Menschen, die lebendig sind. Aber was meint er mit lebendig und tot? Er meint damit die Seele. Er meint damit die Seele. Das heißt, dass der eine lebendig ist von seiner Seele, auch wenn sein Körper krank ist. Wie einer. Er war blind, taub und hatte keine Arme, keine Beine. Und dann war er bekannt als ein dankbarer Diener. Man hat ihn gefragt, du hast so viele Probleme und trotzdem bist du ein dankbarer Diener, trotzdem bist du... Ja, nee, wie geht das? Er sagte zu... Ich glaube, das Mikrofon ist aus. Okay. Kann sein, dass die Batterie leer ist oder so. Al-Muhim. Er sagte, sie haben sich gewundert. Sie haben sich gewundert darüber, warum er so dankbar ist und Allah trotzdem anbetet. Dann sagte er, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich ein Herz habe, mit dem ich Allah erkannt habe. Ah. Bismillah. Er sagte, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich ein Herz habe, ja, weil er mir ein Herz gegeben hat, was ihn erwähnt oder ihn erkannt hat und an ihn glaubt. Und er hat mir eine Zunge gegeben, die ihn erwähnt. Und er hat mir einen Körper gegeben, der geduldig ist. Warum soll ich ihm nicht danken? Deswegen, er sagt, der eine ist lebendig von seiner Seele her, auch wenn sein Körper vielleicht krank und schwach ist. Und der andere ist tot von seiner Seele her, auch wenn sein Körper eine topfit ist. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, so hat uns Allah erschaffen. Wenn wir Allah anbeten, ihn erwähnen, bekommt unsere Seele damit Nahrung. Bekommt unsere Seele damit Kraft. Wenn wir aber Allah nicht erwähnen, nicht anbeten, dann verhungert unsere Seele und sie wird irgendwann mal sterben. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran unter anderem eine Sure, die gewaltig ist. Er sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Also denkt ihr etwa, dass wir euch erschaffen haben, einfach so, عَبَثًا, also so einfach verloren auf der Erde, und dass ihr zu uns nicht zurückkehrt? Also denkt ihr etwa, dass Allah euch erschaffen hat, ohne dass er euch etwas befiehlt? Ja? Denkt ihr, dass Allah euch erschaffen hat, ohne euch Regeln zu geben? Denkt ihr, dass Allah euch erschaffen hat, ohne euch Dinge zu verbieten, ohne euch zu prüfen? Und dass ihr keinen Lohn bekommt? Denkt ihr, dass ihr erschaffen worden seid, ohne eine Strafe zu bekommen? Ohne einen Lohn zu bekommen? Denkt ihr, dass ihr auf dieser Erde seid, ohne einen Lohn für eure gute Tat zu bekommen? Und ohne Strafe für eure Sünden zu bekommen? Er sagt, subhanahu wa ta'ala, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Allah ist hoch, subhanahu wa ta'ala, al-A'la, der Höchste, der König, dem man dienen muss, al-Haq. Ja, der die Wahrheit, subhanahu wa ta'ala, den man anbeten muss. La ilaha illahu. Es gibt keinen, der mit Recht angebetet wird, außer er. Das heißt, ihr müsst ihm dienen. Das ist der Sinn eurer Erschaffung. Dafür seid ihr auf der Erde erschaffen worden. Und er ist der Herr, Rabbul Arshil Karim. Rabbul Arshil Karim, der Herr des edlen und großen und gewaltigen Throns, subhanahu wa ta'ala. Und es gibt das Wort, la ilaha illallah. Dieses Wort ist sozusagen
das Symbol der Anbetung, die Fahne der Anbetung, das Merkmal, das Erkennungsmerkmal der Anbetung. Und dieses Wort, um euch ein Bild zu zeigen, was für eine Stufe und ein Gewicht dieses Wort hat, was wir tragen, was wir aufsagen, wofür wir stehen. La ilaha illallah. Es gibt keinen, der mit Recht angebetet wird, außer Allah. Es gibt einen Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat über Musa alaihi salatu wasallam. Kalimullah. Musa ist Kalimullah, das heißt, er konnte mit Allah sprechen, direkt. Und Allah hat auch mit ihm gesprochen, subhanahu wa ta'ala, auf eine Art, die ihm gebührt. Und er erwähnt, sallallahu alaihi wasallam, dass Musa Allah gefragt hat. Er sagte, ja Rabbi, oh mein Herr, bringe mir etwas bei, womit ich dich anbeten kann, womit ich dich erwähnen kann. Und dann sagte er zu ihm, قُلْ يَا مُوسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sag, O Musa, la ilaha illallah. Musa hat sich gewundert. Er sagte, ja Rabb, كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ ذَلِكَ. Alle deine Diener sagen, la ilaha illallah. Alle deine Diener, die dich alleine anbeten. Von den Tieren und den Geschöpfen und von den Menschen und den Dschinn. Und dann sagte zu ihm, ja Musa, wisse, dass wenn auf der einen Waagschale die Himmel, alle sieben Himmel und die Bewohner der sieben Himmel, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der über dem Himmel ist, und die sieben Erden und die Bewohner der sieben Erden alle auf einer Waagschale wären und La ilaha illallah auf der anderen Waagschale wäre, so würde La ilaha illallah schwerer wiegen. Allahu Akbar. Das heißt, La ilaha illallah wiegt schwerer als alles Erschaffene. Alles, was Allah erschaffen hat. Dieses Wort wiegt schwerer und ist besser bei Allah und lieber bei Allah und gewaltiger bei Allah. Das ist das Wort der Anbetung. Keiner darf angebetet werden. Keiner hat es verdient, angebetet zu werden. Warum sagen wir, dass man kein Kreuz anbeten darf? Dass man Jesus nicht anbeten darf, Isa alaihi salatu wassalam. Dass man Muhammad nicht beten darf, sallallahu alaihi wasallam. Dass man die Gräber nicht anbeten darf. Dass man die Awliya nicht anbeten darf. Dass man den Sheikh nicht anbeten darf. Warum? Weil dies Geschöpfe sind. Sie haben es nicht verdient, angebetet zu werden. Man fragt denjenigen. Dieser Isa alaihi salatu wassalam, Nabiullah wa Rasulullah wa Kalimatullah. Hat er dir Leben gegeben? Er sagt dir nein. Gibt er dir Nahrung? Nein. Gibt er dir zu trinken? Nein. Aber so, warum betest du ihn an? Er hat es nicht verdient, angebetet zu werden. Dieser Sheikh, den du anbetest, A'udhu Billah, hat er dir Nahrung gegeben? Lenkt er die Erde? Lenkt er die Sonne? Lenkt er das Universum? Nein. Also warum betest du ihn an? Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dies tut. Das heißt, er hat es verdient, angebetet zu werden. Das ist sein Recht, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen das Gebet. Hier nochmal für die Jugendlichen. Du musst dir immer wieder dies vor Augen halten. Wenn die Lust über dich kommt, wenn der Shaitan dir einflüstert, wenn die Faulheit über dich kommt, wenn du schwach wirst, wenn die Sünden dich ergriffen haben, setze dir das immer wieder vor Augen. Dieses Gebet ist eine Danksagung an Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Gebet ist der Sinn, warum ich überhaupt hier auf dieser Erde bin. Dieses Gebet fünfmal am Tag ist meine Aufgabe auf dieser Erde. Dieses Gebet ist Anbetung zu Allah. Das ist die beste Anbetung nach dem Tawhid. Das Gebet fünfmal am Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, wenn der Gläubige im Gebet steht, Allah subhanahu wa ta'ala schaut ihm mit seinem Gesicht an, solange er sein Gesicht nicht von der Qibla wegtut. Weil wenn er sein Gesicht von der Qibla wegtut, dann nimmt Allah auch sein Gesicht weg. Stell dir das mal vor, subhanallah. Du bist im Gebet, in voller Demut, mit Wudu, nach der Sunnah, in der richtigen Zeit, nicht irgendwann mal nachts, Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha zusammenbeten, Yallah, ja, express, sondern du betest in der Zeit, mit dem Wudu, vernünftig,
nach der Sunnah, in Demut, und Allah schaut dir mit seinem Gesicht. Allah schaut dir ins Gesicht mit seinem Gesicht, subhanahu wa ta'ala. Solange du nicht wegschaust, schaut dir Allah mit seinem Gesicht ins Gesicht. Wenn es keine andere Belohnung gibt als diese, subhanallah, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Schaut mal, was für eine Belohnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über diese Anbetung, dass sie das Erste ist, wonach wir gefragt werden. Die erste Anbetung, wonach du gefragt wirst, nach dem Tawhid, ist das Gebet. Nicht das Fasten Montag und Donnerstags, nicht die Umrah, die du ab und zu mal machst, nicht die Hajj, die gewaltig ist, nicht das Fasten im Monat Ramadan, nein. Das Erste, wonach du gefragt wirst, ist das Gebet. Ist das Gebet. Wenn es richtig war, das heißt, nach der Sunna gemacht worden ist, so wie der Prophet es gezeigt hat, er sagte, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Er sagte, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Betet so, wie ich es mache. Auch wenn der Alim oder der Madhab oder jemand anderes was anderes sagt. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Betet so, wie meine Sunna es zeigt, meine Ahadith. Die Ahadith des Propheten es gesagt haben, wie die Sahaba es gezeigt haben, wie die Imame es gezeigt haben. Betet so und auf keine andere Art und Weise. Wenn man dieses Gebet richtig gemacht hat, vernünftig, so sind alle Gebet, alle Taten gut. Wenn man aber das Gebet schlecht gemacht hat, falsch gemacht hat, dann sind alle anderen Anbetungen schlecht. Und schaut mal, die Pflicht und die Anbetung unterteilt sich in Pflicht und in freiwillig. Die Anbetung, die Pflicht ist, meine lieben Geschwister im Islam, ist besser als jede freiwillige Anbetung. Das Dhuhr-Gebet ist besser als 1000 Jahre Fasten, freiwillig. Das Maghrib-Gebet ist besser als 2000 Nafila-Gebete, freiwilligen Gebete. Deswegen, kümmere dich um die Pflicht. Kümmere dich um die Anbetung, die Pflicht ist. Und wenn du sie drauf hast, wenn du sie vernünftig gemacht hast, dann gehst du weiter zu der freiwilligen Tat. Und noch eine Sache und damit schließe ich ab. Diese Anbetung, die man auch als Tawhid nennt, also als Monotheismus, sie sitzt im Herzen. Und umso größer sie im Herzen ist, umso mehr tut man. Umso größer diese Anbetung im Herzen sitzt, oder mit anderen Worten, umso mehr du Wissen hast darüber, dass du ein Diener bist, wenn du das begriffen hast, umso mehr du es begreifst, dass du arm bist gegenüber Allah, schwach bist gegenüber Allah, dass du Allah brauchst. Du brauchst Allah, Allah braucht dich nicht. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er möchte, kann er uns alle auswechseln. Und er bringt ein neues Volk, welche viel besser sind als wir. Allah anbeten und sich für Allah abmühen. Allah braucht dich nicht. Du aber brauchst Allah. Wenn du Allah verloren hast, wirst du niemanden anderen finden. Und wenn du Allah gefunden hast, hast du alles gefunden. Wenn Allah dich auswechselt, findet er für dich unzähligen Ersatz. Aber wenn du Allah verloren hast, wirst du niemals für ihn Ersatz finden. Niemals. Auch wenn du denkst, dass du in den Drogen, beim Alkohol, bei der Freundin, bei der Party Ersatz findest. Niemals wirst du für Allah Ersatz finden. Und deswegen, wenn dieses Verständnis über den Tawhid, dieses Verständnis über das Konzept Gott und sein Diener, dieses Konzept von Anbetung in deinem Herzen ist, umso stärker es ist, umso größer es ist, umso mehr Taten wirst du begehen. Umso stärker wird das Gebet, umso besser wird das Gebet. Umso mehr wirst du dich von den Sünden entfernen. Umso weniger wirst du Sünden begehen. Deswegen kehre zurück zu diesem Punkt. Nimm dir vor, heute nach Hause zu gehen und über diesen Punkt nachzudenken. Über diese Beziehung zwischen dir und deinem Herrn, zwischen dir und deinem Erschaffer, zwischen dir und deinem König, Allah subhanahu wa ta'ala.
Mache dir Gedanken darüber, dass du ein Diener bist von dem König aller Könige. Mache dir Gedanken darüber, dass du ein Diener bist und ein Arbeiter bist für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ein Werkzeug bist für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das begriffen hast, dann wird sich dein Leben bi'idhnillahi ta'ala zum Positiven ändern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch allen Erfolg geben dabei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben, denn das Wissen ist der erste Schritt. Das Wissen ist Voraussetzung für alle Anbetungen. Wenn du mit dem Wissen beschäftigt bist, wirst du Glauben bekommen. Und wenn du Glauben bekommen hast, dann wirst du Kraft bekommen. Wenn du Kraft bekommen hast, dann wirst du inshallah bi'idhnillahi ta'ala diese Religion nach vorne bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen vergeben. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Jazakumullahu khairan jazaa. Ich glaube, es gibt jetzt nochmal einen Unterricht vom Imam, glaube ich. Oder wie sieht der Plan aus? Oder ich glaube, ich habe zu lange, glaube ich, gemacht. Der Imam hat bestimmt gedacht, dass ich jetzt irgendwie viel übernommen habe. Auf jeden Fall, das Isha-Gebet ist noch nicht. Wann betet ihr Isha? Wann ist der Erlern? Bitte? 30 Minuten. Okay. 10 Minuten? Okay, wenn jemand von euch eine Frage hat zum Thema, ja, kann er die gerne stellen. Ansonsten schließen wir ab und damit ist dann die Sitzung beendet. Falls jemand eine Frage hat zum Thema, die Schwestern können auch Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist für den einen oder anderen, wenn die Schwestern sprechen oder dass sie in besser Zeit einen Zettel schreiben sollen oder so. Okay, habt ihr Fragen? Keine Fragen? Ja, bitte. Könntest du vielleicht ein bisschen so die Vorzüge im Jama'a-Gebet ein bisschen erläutern? So? Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das Jama'a-Gebet. Zuerst einmal ist das Jama'a-Gebet 27 Mal besser als das Gebet allein. So sagt es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. 27 Mal besser. Das ist das Erste. Zweitens, das Jama'a-Gebet ist für dich ein Nutzen. Warum? Weil du automatisch mit viel mehr Demut beten wirst. Ruhiger beten wirst. Besser beten wirst. Zu Hause, Assalamu alaikum. Ja? Ganz schnell. Hauptsache, man hat es erledigt. Aber in der Jama'a kannst du das nicht machen. Obwohl es manche gibt, die wollen schneller zu Ende sein als der Imam. Ja? Der Imam hat noch gar nicht Allahu Akbar gesagt und der ist schon im Sujud. Ja, der will schneller sein als der Imam. Du kannst nicht schneller sein als der Imam. Du musst dem Imam folgen beim Jama'a-Gebet. Das heißt, du bekommst Demut beim Gebet. Ja? Du wirst erzogen durch dieses Gebet. Noch ein Vorzug dafür ist, dass du die Mahabba bekommst. Die Brüderlichkeit, die Liebe zu den Brüdern bekommst. Wie Ahmed Didat, rahimahullah, er wurde gefragt, wie löst der Islam Rassismus? Ja, Rassismus, der ist weiß, der ist schwarz, der ist Araber, der ist kein Araber. Dieses Gift, wa'idhu billah, er wurde gefragt, wie löst der Islam Rassismus? Er hat gesagt, ganz einfach. Es gibt eine Medizin, eine Therapie, die man 5-mal am Tag machen muss. Und diese Therapie heißt As-Salah, Gebet. Er sagt, du betest in der Jama'a, in einer großen Moschee jetzt zum Beispiel. So, beim Fajr-Gebet, sagt er, steht neben dir rechts ein Deutscher, Muslim und links ein Somali. Und beim nächsten Gebet steht neben dir ein türkischer Muslim und neben dir ein albanischer Muslim. Also rechts ein türkischer Muslim und neben dir links ein albanischer Muslim. Und so weiter. Und am Ende sagst du zu dem einen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und zu dem anderen sagst du, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja? Das ist, wie gesagt, ein Vorzug von Jama'a-Gebet. Und natürlich gibt es auch andere Dinge, die manche Gelehrte erwähnen, die sagen, oder die Sahaba vielmehr, die Sahaba, die ersten Gelehrten überhaupt, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, damals in seiner Zeit hat es keinen gegeben, der sich von dem Jama'a-Gebet ferngehalten hat, außer er war ein Munafiq, ein Heuchler, der bekannt war für seinen Nifaq. Bekannt war für seine Heuchelei, a'udhu billah. Das heißt, mit anderen Worten, nicht zum Jama'a-Gebet zu kommen, absichtlich, ohne triftigen Grund,
obwohl die Moschee direkt in der Nähe ist, ist ein Zeichen von Heuchelei. Deswegen sollten wir uns darum bemühen, das Gebet in der Jama'a zu beten. Erzähl mir nicht von, ja, das sind Türken, da bete ich nicht, oder das sind Somalier, da bete ich nicht, oder so. Solange das Muslime sind, zählt das Jama'a-Gebet. Auch wenn der Imam vielleicht ein Honorer ist, ein Mubtadi' ist, trotzdem zählt das Jama'a-Gebet. Warum? Weil die Gelehrten sagen, wenn der Imam vorbetet, wenn sein Gebet richtig ist, ist auch das Gebet für die anderen richtig. Das heißt, wenn er Muslim ist, auch wenn er Fehler macht, Bid'ah macht und so weiter, trotzdem ist es besser, hinter ihm zu beten, als zu Hause zu beten. Schau mal, wie weit die Gelehrten gehen. Sie sagen, auch wenn der Imam ein Mubtadi' ist, also ein Erneuerer ist, trotzdem ist es besser, hinter ihm zu beten, als zu Hause zu beten, allein. Wallahu a'lam. Deswegen sollte man sich darum bemühen, wallahu a'lam. Okay, keiner von euch hat eine Frage? Doch, ja, kommt noch eine. Ja, bitte. Und zwar, also was das Jama'a-Gebet angeht, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau Salat Subh bete, ja, zählt das auch als Jama'a, oder? Ja, also hier, guck mal, hier gibt es verschiedene Meinungen dazu unter den Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, das Jama'a-Gebet ist nicht beschränkt auf die Moschee, sondern sobald du mit einem Menschen, also deiner Frau oder deinem Sohn oder, sobald ihr zwei Leute seid, wie Imam Bukhari rahimahullah es in seinem Sahih-Werk überliefert hat und erwähnt hat, er sagte, das Jama'a-Gebet fängt ab zwei an. Ja? So sagen diese Gelehrte, zählt das Jama'a-Gebet. Zählt das Jama'a-Gebet. Aber ob es 27 Mal zählt, so wie in der Moschee, hier sagen die anderen Gelehrten, nein, das zählt nur in der Moschee, 27 Mal. Aber ala kulli hal, wenn du nicht die Möglichkeit hast, zur Moschee zu kommen, was ideal ist, dann bete zumindest mit deiner Frau zusammen. Oder mit deinem Sohn zusammen. Oder mit deinem Bruder oder Vater oder Mutter. Oder egal wer im Hause ist. Sobald ihr zwei Leute seid, habt ihr das Jama'a-Gebet. Und inshallah hoffen wir, dass du dafür viel Lohn bekommst. Na. Okay, gut. Vielleicht habe ich eine Frage an euch. Kommt ihr alle hier aus Bern, die Geschwister, oder sind die Geschwister aus anderen Städten nach hier gekommen? Kommen die meisten von euch aus Bern? Okay, die meisten aus Bern, alhamdulillah. Wie gesagt, möge Allah euch belohnen. Ich bin heute das erste Mal zu euch gekommen. Möge Allah euch segnen. Und inshallah werden wir schauen, dass wir das öfters organisieren, dass ich euch öfters Besuchen bekomme, inshallah aus Deutschland. Alhamdulillah, wir haben noch gleich Weg vor uns, macht Dua für uns. Ja? Bittet Allah, dass er uns Erfolg gibt, dass er uns alle hier belohnt, jeden Einzelnen, der gekommen ist, jeden Einzelnen, der etwas dafür beigetragen hat. Barakallahu fikum. Wie gesagt, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann schließe ich ab. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairal jazaa.